Hallo und herzlich willkommen bei Dude Yourself Inspiration. Ich habe euch ja letztens schon ein paar Tattoos gezeigt und jetzt habe ich noch ein ziemlich schönes Tattoo entdeckt, und zwar von Selena Gomez. Und die hat am Handgelenk, so am linken Handgelenk, hier so eine kleine Note. Und ich will mir die jetzt hier so ans rechte Handgelenk malen. Und dafür habe ich hier wieder Babypuder, Haarspray und einen wasserfesten Eyeliner. Ich finde das wirklich sehr schön, und das Praktische ist, dass es sehr einfach zu malen ist, und deswegen zeige ich euch das jetzt einfach mal. Also ich lege meine Hand hier so hin und hier an der Stelle hat die das. Einen kleinen Kreis, einen Strich hoch und so. Und schon ist das Tattoo fertig. Ich habe das Fähnchen gerade noch mal ein bisschen entfernt. Ich wollte das noch mal ein bisschen schöner machen. Also das habe ich einfach mit einem Kosmetiktuch weggewischt. Zum feuchten Kosmetiktuch. So, jetzt gefällt es mir sehr gut. Und da kommt jetzt einfach wieder Haarspray und Puder drauf. Also erst Puder und dann Haarspray. Mit dem Kosmetiktuch kann man auch ruhig rundherum das Ganze so ein bisschen noch abputzen, weil sonst ist das nicht so angenehm auf der Haut. Also das Wichtige ist, dass auf der Stelle, wo das Tattoo ist, das Haarspray ist, aber dass man das rundherum kann man es ruhig ein bisschen wegmachen. So, schon ist mein Tattoo fertig. Ich finde es total cool. Und ich habe es ja schon im anderen Video gesagt, ich würde mir nicht so gerne ein Tattoo stechen lassen. Und deswegen finde ich es cool, sich einfach sowas aufzumalen. Und das ist jetzt ein richtiges Selena Gomez Tattoo, also die hat das gleiche. Vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welches Tattoo von welchem Star ihr am coolsten findet und welches ihr euch vorstellen könntet auch zu haben oder welches ihr euch gerne mal malen würdet. Welches Star-Tattoo gefällt euch am besten? Schreibt das alles in die Kommentare und ja, schaut doch unsere anderen Videos. Schaut doch mein letztes Video, wo ich die verschiedenen Tattoos vorstelle. Und ja, dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Tschüss!